Listen, boppers. You need more than muscle to survive on the streets. Sometimes a good scout with a keen eye can save your whole team. Here's how Fox joined up with the Warriors. Fox, you want a vest? You gotta earn it. What am I doing? I'm ready. Giving this toothpick a vest? Cleon, this dude's a punching bag, not a warrior. We got a score to settle with the Savage Huns, and I want to hit them where it hurts, their pockets. If you make it, then obviously you're a warrior. If not, you're obviously a faggot. Hey, I said I can handle it. I've seen chicks with more muscle. Hey, maybe he does need some muscle to help him out. We just sent Chubby here to babysit him. Ajax, you know, that ain't a bad idea. Soldier up, Vermin. And, almost forgot, you gotta wear these. Oh, man! Damit auch von mir, moin und herzlich willkommen hier zurück bei Fuck You Hans. Nein, bei natürlich unserem Let's Play The Warriors. Und wir machen uns heute auf ins Gebiet der Hans und haben uns hier auch passende T-Shirts angezogen, um sie gleich herzlich und freundlich zu begrüßen, wenn wir hier ankommen. Und damit sorgen wir natürlich jetzt vor allem natürlich, dass sie hier auch wirklich jedes Gangmitglied natürlich direkt gleich auf uns losgeht. Und, wir können die Stände oder die Straßenhändler zerlegen, beziehungsweise wir sollen es natürlich. Aber am coolsten wäre es eigentlich, bist du ein Han? Nee, du siehst nur aus wie ein Hans. Wobei, ehrlich gesagt, eher weniger. Ich glaube nicht, dass Asiaten Hans heißt. Und, check out this shirt! Funny guys, huh? Das sind da wohl die Savage Hans. Funny guys leave Chinatown on their backs tonight. Gut, ich wollte jetzt eigentlich hier gerade noch den Ausraum, aber dafür haben wir jetzt wohl eher keine Zeit mehr. Dann sollten wir ein bisschen aufpassen und wir... Wir lassen ihn eigentlich einfach Deckung gehen, das hat jetzt ein bisschen wieder mal gedauert. Also das ist manchmal ein bisschen... Die Analog-Sticks von dem Small-Controller hier von der Leiter sind ein bisschen überwältig, muss man sagen. Boah, wir kriegen ja auch ordentlich aufs Maul. So, und wir spielen heute als Fox, einer der schwächsten Warriors, aber ich muss sagen, seine Moves sind ziemlich cool hier. Wie er die Gegner auch zu Boden haut, ist irgendwie gut schießt und so, die Hans sind öffentlich offenbar eine asiatische Gang, also ist auch hier ziemlich offensichtlich. Oh, und das wird auch richtig lustig hier, Leute. Wenn uns vielleicht auch schon mal beeilen sollen und einfach den ersten Stand schon mal zerstören sollen, was wir jetzt einfach mal schnell machen hier. Genau. Beziehungsweise wir können auch einfach den Typen hier puttern. Ah, verdammt, aber der wehrt sich doch dagegen tatsächlich. Gibt's ja nicht, was fällt dir ein? So, den machen wir jetzt einfach mal fertig. Zack. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein komischer Move war, aber wir haben ihn auf jeden Fall fertig gemacht. Das ist okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir den Flash-Sticker hier nicht kaputt machen. Und hier ist natürlich noch der Oberwacker von denen. Ah, nice. Knie gegen Kopf. Das war ganz nett, aber es hat ihm irgendwie gar nichts abgezogen. So. Zack. Und nochmal Knie ins Gesicht, aber es sieht irgendwie gesagt nicht viel ab. Achso, wir können das mehrfach machen. Okay, das ist natürlich auch ganz schön. So, und dann schnappen wir uns auch gleich mal ein Messer. Den ersten Dingens hier haben wir schon kaputt gemacht. Aber wir erledigen hier einfach mal den Flash-Dealer. Dann, Ah, verdammt, ich weiß nicht. Doch, wir schaffen es doch, ihn an die Wand zu klatschen. Sehr schön, und damit haben wir uns schon mal ein neues Flash besorgt. Damit haben wir jetzt zwei Flash, einen Graffiti hier. Aber, oh fuck, da vorne steht schon die nächste Gang von denen. Das ist ja unglaublich. Ich laufe hier einfach mal durch und versuche mal einfach durch die durchzukommen, um hier einfach gleich zum nächsten Laden hinzukommen. Zack, und ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Hallo, sollen wir irgendwas machen? Können ja auf jeden Fall, da vorne liegt noch ein Flash, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Flash ist immer gut. Und wir schnappen uns einfach mal... Oh, ein Hackeball, ja, denn damit gehen die auch auf uns los.
Und, ach du Kacke. Alter, hier sind einige Sachen. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wir laufen einfach mal hier hin. Ach, wir sollen hier sprayen. Das ist ja okay. Das ist ja noch ziemlich unmöglich. Dafür sollen wir erstmal die Tüte hier umholen. Oder kaputt zusammenschlagen zumindest. Oh, außer das. Aber wir haben mittlerweile auch noch kaum Leben hier, ey. Das ist ja echt grausam. Also, Snow ist halt echt nicht so der überkrasseste Typ hier, muss man sagen. Das heißt Snow Vermin. Nee, Fox, Entschuldigung. Unbedingt steht's doch. So, aber wir können jetzt ausrasten. Und, das tun wir natürlich, wo keine Gegner mehr da sind. Beziehungsweise nur noch einen, den wir einfach so zusammenschlagen können. Aber scheißegal. Wir sagen jetzt einfach nochmal, dass wir uns schützen sollen. Und wir haben nur ein Grab. Wir haben nur ein Spray, das wird ja in jedem Leben reichen. Oh, scheiße, Leute, das wird so überhaupt nicht reichen. Ja, damit haben wir voll verkackt. Gut, dann schnappen wir uns einfach mal das Hackebeil hier. Und, ja, wir gehen mal hinten rum raus, mal gucken, was hinten rum hier noch ist. Okay, hier ist nichts, aber vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Spray-Dealer. Das wäre natürlich super. Hey! Ah, da bräuchten wir jetzt noch einen weiteren Dollar. Das wäre natürlich noch besser. Ich guck mal einfach, ob wir uns jetzt hier irgendwie mal jemanden finden, den wir kurz ausrauben können. Hi. Hallo. So, oh, Alter. So, wir sollten uns echt ein bisschen beeilen, bevor wir jetzt die nächste Savage Hunts gleich wieder ankommen. Und sie aufhalten wollen. So, und Ola hat uns sogar 15 Dollar gegeben. Wir können uns natürlich gleich noch ein bisschen mehr kaufen. Zack. Oh, böse. Wir werden einfach noch den Bauch aufgeschlitzt haben mit unserem Hackenbein. So, wir kaufen einfach noch ein bisschen mehr hier. So, damit haben wir schon mal drei Spraydosen und können jetzt erstmal schön das Hackenbein hier ins Gesicht haben. Oh, und unser Kollege hat auch eins, aber jetzt haben wir keins bei uns, das ist aufgeschlitzt. Und, ach du Kacke. Unser Kollege hat uns gerade wiederbelebt. Zum Glück haben wir hier noch eins, wir können sein Messer noch mitnehmen. Zum Glück hatten wir genügend Flash dabei. So, aber jetzt können wir auch erstmal das mit Graffiti weiter sprühen. Upp, ab über den Zaun. Und. Upp, dann geht's weiter. Und ich mag die ganzen Minigames hier im Spiel, die sind echt geil gemacht. Also auch diese Graffiti-Sachen, ich meine in GTA San Andreas oder so, wo man ja auch Graffiti sprühen musste. War es einfach nur B gedrückt halten, das war ein bisschen langweilig. Ich hoffe jetzt nur, dass es kein Mehr-Layer-Graffiti ist. Also es gibt hier welche, wo wir nur einmal so einen Teil machen. Und es gibt auch welche, wo wir mehrmals so einen Teil machen. Wunderbar, damit haben wir das erledigt. Und diesmal gehen wir einfach durch den Fronteingang raus. Zack. Und dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Laden. Ach, das ist wieder hier so ein normaler Stand. Hier können wir einfach den Laden erledigen. Aber ich will hier vorher noch den... okay, wir müssen den... Laden zerstören. Ja, nee, wir müssen den Händler, das reicht auch. Und oh fuck, wir sehen gerade hinter uns sind schon ein paar neue Gangmitglieder. Dann hauen wir mal lieber schnell ab und machen mal schnell den nächsten Laden hier kaputt. Oh fuck, und der Händler hier hat allerdings ein Beil dabei. Das ist natürlich gar nicht gut. Zum Glück haben wir ihn jetzt niedergestochen. Oh fuck, jetzt haben wir wirklich gerade nur das Beil. So, such Deckung, bis die Lage sich beruhigt hat. Das können wir eigentlich machen oder wir machen die einfach kaputt. So, zack. Wir beruhigen die Lage hier einfach selbst ein bisschen. So, und trauben nebenbei noch die Frauen hier aus. So, jetzt gib mir doch mal dein Geld hier. Kann man nicht sagen. Dankeschön. Big Mistake, sagst du, aber ich glaub dir da irgendwie nicht. So, und ja, dann können wir uns auch schon weiter zum nächsten Gebiet machen. Oh scheiße, und jetzt werden wir von den Hans hier verfolgt. Die sind natürlich jetzt mit ganz vielen Leuten hier angekommen und uns sind auf den Fersen. Nein, ich brauch doch kein Spray, aber so eine Scheiße, ich brauch doch kein Spray. Nein, 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 nein. Spray brauchen wir nicht. Wir laufen hier einfach mal lieber schnell weiter. Ist aber ganz cool, auch hier sind hier nebenbei noch Läden, die wir jetzt überfallen und ausrauben könnten oder wie auch immer, um halt noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen.
Oh, scheiße, wir brauchen auch tatsächlich ein bisschen Geld. Deswegen rauben wir einfach nochmal schnell den Laden aus. So, wir sagen ihm immer noch, dass er uns Deckung geben soll. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ah, okay, es bringt uns Geld, das ist die Hauptsache. So, nein, ich will gar nicht hier gegen den Typen böse sein. Leute, lasst mich doch in Ruhe, ich bin hier besser. Oh Gott, da ist ein Schrammel Flash, wie geil ist das denn? Ach so, ja, ja. So, und wir haben jetzt mittlerweile schon vollkommen Flash aufgefüllt, können noch eins weiteres jetzt mitnehmen. Das hier mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Aber dann brauchen wir auch kein Flash mehr, dann können wir eigentlich jetzt wirklich weiter. Weil dann machen wir uns einfach mal auf den Weg, wenn wir aus der Tür rauskommen würden. So, hier hatten wir den Flash-Dealer, hier kommen wir nicht lang. Warum kommen wir da nicht lang? Was? Halt die Klappe. Oh, sorry. Warum kommen wir jetzt hier nicht lang? Da stand doch, dass wir hier lang müssen, oder nicht? Also ich meine, die Karte geht zumindest auf der Seite irgendwie weiter und achso, okay. Ja gut, nachdem wir jetzt hier nicht mehr von der Gang verfolgt werden, kommen wir weiter. Man, the Huns got this marketplace sewn up tight. Cleon says that anything that comes in or out gets marked down in the ledger. There. See that shit? We gotta steal that notebook. Come on, let's do this. We're gonna have to follow him on his rounds. Don't be seen. Okay, und wir müssen jetzt hier einfach aufpassen, dass wir nicht nicht gesehen werden von dem Typen. Wir sehen da vorne den Typen im weißen Anzug. Und wir sehen jetzt erstmal hier, wie er ein paar Transaktionen macht, also einfach sein Schutzgeld hier erpresst. Scheinbar der Anführer des Seven Chans. Und wir warten jetzt einfach hier in den Schatten, sodass er uns nicht sieht. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt, natürlich. Also das ist, mein Japanisch ist ein bisschen schlecht, entschuldigt bitte. So, haben wir hier vorne irgendwie noch eine ruhige Ecke? Ich will nicht gleich gesehen, wenn wir jetzt gleich hier verkacken. Das wäre natürlich irgendwie gar nicht cool. So, aber wir dürfen natürlich auch nicht zu weit von ihm weg sein. Das war die dritte von 6 Transaktionen. So, ich hoffe, wir können hier rechts irgendwo, zack, einigermaßen in Deckung gehen. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir wurden jetzt entdeckt, aber nein, er ruft seine Leute, um dort irgendwie den Laden zu zerstören. Ist ja auch mies. Die arme Frau. Okay, ich hoffe, die Hands sind jetzt auch einigermaßen hier weg. Sieht gut aus. Laufen wir erstmal weiter. Schön in die Dunkelheit rein. Aber ich sehe den Typen gar nicht mehr. Das Gefühl, dass das nicht wirklich japanisch oder was auch immer, asiatisch, was auch immer, chinesisch, wer weiß, ist, was sie hier sprechen. Das klingt irgendwie ein bisschen zu komisch dafür. So, und der Typ hier sieht uns gleich. Ich hoffe, wir können hier irgendwo, können wir hier nicht in Deckung gehen? Ich muss irgendwo in Deckung gehen. Boah, verdammt, wir sind so offensichtlich hier. Wir brauchen Schatten. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Okay, und wir sollen ihn jetzt vermöbeln und seine Tasche greifen. Aber, ah, fuck. Er ist natürlich... Oh, fuck.
Ja, ist natürlich genau zu seinen Freunden hingelaufen, die auch vorhin schon geholt haben, um den Laden zu zerstören. So, aber wir können uns jetzt natürlich seinen geilen Hut hier aufsetzen, was da erstmal ziemlich nice ist. Oh fuck, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sein Kollege kommt da schon mit dem Messer an. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn richtig kaputt hauen sollen. Ja, tatsächlich. Ich muss mir natürlich noch die Hunds verwirbeln hier. So, und hier nochmal ein Knie ins Gesicht und dann können wir auch wieder richtig ausrasten. Weil hier nur noch einer übrig ist. So, dann schnappen wir uns die nochmal. Aber jetzt ist leider zu spät für den Ausraster, obwohl wir können die nochmal ausrauben hier. Theoretisch, oder? Wir können eigentlich auch die Gegner ausrauben. Tatsächlich, allerdings sind die Gegner ziemlich schwierig auszurauben. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem wie stark die Gegner sind, die man ausraubt. Ja, sind der schwieriger oder einfacher. Und er hat uns $20 gegeben, das ist hoffentlich mein etwas. Vielen Dank. Dafür kriegst du nochmal ein Messer im Bauch. Und ein Knie in den Kopf. Come on, man. You gotta pay up. Fuck that poor guy. I don't have to pay nothing. There he is. See that bag he's got? That's what we need. It's got all the Huns gambling markers, who owes him what, everything. This is gonna piss him right off. You don't get it, man. If you don't pay up, Ghost is coming down here himself. Le umsalum don't see la. Mato umsalum team. Okay, man, okay. I just tell him I'm sorry. Tell him I lost track of time. No need to hide. Just tell him thanks, all right? Thanks for everything. Hey, kid. What do you got in that bag? Hey! Hey! Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Wir hätten ihn vielleicht einfach so, was? Wir sollen ihm folgen. Warum kann ich... Take him down! Warum kann ich nicht laufen? Don't waste them all. Ich kann nicht laufen. Was ist hier los? Hä, Leute, ich glaube, ich habe hier gerade einen Glitch im Bug im Spiel. Ich kann auch nicht über den Zaun hüpfen. Ich kann gerade so ziemlich gar nichts machen. Ich pausiere mal kurz. Nein, wir können immer noch nichts machen. Ja. Ich gehe einfach mal zum letzten Checkpoint. Neustarten. Von letzten Checkpoint neustarten, ganz genau. Das wäre auch geil. Also wirklich, ich konnte mich gerade überhaupt nicht bewegen. Also ich konnte mich bewegen, aber ich konnte weder schlagen noch springen noch irgendwas machen und auch nicht schnell laufen oder so. Und ich bin mal gespannt, wo jetzt der Checkpoint ist. Ich hoffe, wir müssen nicht alles nochmal nur machen. Und jetzt können wir auch tatsächlich laufen. Wunderbar. Jetzt müssen wir ihm natürlich hinterherlaufen und einigermaßen auf den Fersen bleiben, wobei ich das sagen muss, das ist mit der Kamera in dem Spiel hier nicht immer so einfach, schnell und zügig hier überall lang zu laufen, da man sehr oft irgendwo gegenkommt. Ah, verdammt, ach so, wir haben uns umgedreht, so eine Scheiße. Und dann gibt es natürlich auch noch diese hässlichen Zäune hier, wenn man die nicht passend teilt, dann hat man verkackt, das kennen wir ja schon. So, achso, wir müssen hier hoch, das habe ich gar nicht gesehen. Ghost, we got trouble! Okay, das sind ja so einige. Und die kommen auch hier rüber. Sehr nice. Oh fuck, die kommen mit diesem Jumpkick einfach an. So, wir bleiben einfach mal zusammen hier. Okay, mach sie einfach fertig. Das ist auch gut. Boah, und Alter, die Musik ist ja richtig hart wirklich hier. Das ist irgendwie die ganze Zeit nur so ein... Ah, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall sehr hart mit der Musik hier. So, kommen wir da rüber? Wir können hier rüber laufen. Ich wollte einfach mal rüber. Wir müssen hier so abgucken, aber hier geht nicht weg. Ach, ihr seid da alle unten? Ah, fuck, der hat uns mit seinem Messer abgeworfen. So, jetzt komm mal. Ah, hoch, ich von. Junge, lass mich nur. Au, nicht meine Eier, Mann, was bist du für ein Assi? Alter, spiel der jetzt. Ich würde auch noch von die Eier. Das ist ein Wichser, Steine da am Kopf. Naja,
wollten noch seinen Zwillingsbruder jagen. Gibt's ja gar nicht. Oh fuck, und der sticht uns einfach mit seinem Bauch. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Zack, aber jetzt schnappen wir uns mal das Messer hier. Wir können uns nochmal Flash nebenbei reinballern. Das müssen wir hier aufnehmen. Ah, verdammt, das Messer, das wäre nicht leider schon weg. Aber jetzt hat er Salz fallen gelassen. Boah, wir haben unser Messer schon wieder fallen gelassen. Und das ist wohl der Anführer der Seven Chance. Nein, ich glaube, das machen wir so im Nahkampf. Viel Spaß damit, der Ghost. Einfach mal nieder, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Oh, fuck. Achso, oh, egal, wir haben noch einen Flash in Reserve rumliegen, das ist immer gut, aber erstmal schon ein letztes Messer. Das war okay, ein bisschen einmal im Rücken, aber irgendwie lassen wir das Messer ziemlich schnell fallen. Das ist nicht so praktisch. So, ich hoffe. Ja, nice, wir können den einfach mal in die Wand hauen. Also je nachdem, wie stark die Gegner sind, wehren sie sich halt auch dadurch daneben, dass wir den greifen. Das ist immer teilweise ziemlich schwierig, uns hier in die Wand zu werfen. Also mal schön das Knie ins Gesicht. Und dann können wir auch endlich ausrasten. So, jetzt können wir ihn erstmal zu Boden rammen. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, lass mich meinen Ausraster machen. Boah, da hat uns unser Kollege gerade unseren Finisher geklaut. Perfekt, markiert. Wir prügeln einfach weiter auf ihn ein. Boah, da steckt aber einiges ein hier rein. Wow, fuck, und auch noch mal ein riesen Warmpass-Kick aus. Na, komm her. Ah, komm her. Ah, komm her, zeig euch. Ah, bleib jetzt. Ich wollte dich doch greifen. So, jetzt komm her und dann gibt's noch mal Kopf in die Wand rein. Sehr schön. Genau so weit. Der dritte auf den Hinterkopf. Lassen wir unserem Kollegen mal den Spaß. Obwohl, achso, er hält ihn uns zusammen. Ja, hin. Boah, haben wir es jetzt bald. Mal sehen, und der Bodenjunge hier haut scheinbar ab, deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen. Laufen wir mal schnell hinterher. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ich hoffe, wir müssen hier irgendwo lang. Hallo? Ach, hier läuft er lang. Achso, wir müssen. Der kann gar nicht. Oh, und ich glaube, wir dürfen ihn nicht töten. Das ist mir auch aufgefallen. Wir sollten ihm ja noch irgendwas abnehmen. Und ach, der geht ja ziemlich einfach hier. Ist ja ziemlich erschwächlich. So muss ich. Ah, bevor ich verkacke jetzt hier, wenn ich schon sage, dass es so einfach ist. Let's get this crap back to Cleon. I want my vest. You did good tonight, Fox. You earned your place with the Warriors. Let's go. Follow me. Let's go. Follow me. Hey, you guys learn any kung fu up there? No. We taught the Huns a few things, though, right, yeah, brother? Yeah, fucking A. Not bad. He ain't so bad. Right on, brother. Looks like you're gonna have to trade that shirt in for a vest. Cool. I can dig that. Das war's leider auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play The Warriors. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.